Wer die Bilder aus Tunesien auf meinem Instagram-Account gesehen hat, der hat gesehen, dass sie alle ganz clean und aufgeräumt sind. Ich habe nämlich Zeit genommen, störende Elemente zu entfernen. Also zum Beispiel aus diesem Bild dieses gemacht. Oder aus diesem dieses. Und es wäre ja auch schon der Fototipp zu diesem Video hier. Störende Elemente heißen so, weil sie stören bei Betrachten. Also weg damit. Gemacht habe ich das alles mit Lightroom CC auf dem iPad. Zeig dir, wie das geht. Allerdings eine Einschränkung heute, ich habe keine zweite Kamera, du siehst ungewohnte Umgebung, ich bin unterwegs, deshalb siehst du hier die einzelnen Touches, aber ich denke, das wird schon funktionieren. Nehmen wir auch direkt dieses Bild, hier habe ich gar nicht viel gemacht. Wenn man aber hier auf das Pflaster drückt, dann sieht man hier links, habe ich doch ein paar Korrekturen genommen. Mit dem Pflaster hier rechts startest du eben den Reparaturpinsel, man kann reparieren oder kopieren. Je nachdem, was man braucht, da kommen wir gleich dazu. Man kann die Größe dieses Pinsels einstellen, auf groß oder klein, je nachdem. Dann weiche Kante, je nachdem, wie die Übergänge gemacht werden sollen. Das in der Mitte stehen lassen ist ganz okay. Und Deckkraft, ob es eben voll decken soll oder nicht voll. Gut auch zu wissen, wenn du wieder drin bist, hier unten können wir sagen, wir möchten nur die Reparaturen zurücknehmen. Dann sieht man auch schon hier auf der linken Seite, ups, naja, jetzt wollte ich dir meine Touches zeigen, was ich repariert habe. Schönes Beispiel, Reparaturpinsel angestellt, Kopierpinsel, kopiert es eben rüber. Reparaturpinsel versucht dann ein bisschen das zu übernehmen, was da dabei war. Aber wir wollen natürlich das alles nicht machen, zurück komplett. Ja, oder können auch hier wieder die Reparaturen alle zurücknehmen. Gut, machen wir den Pinsel ein bisschen kleiner. Du hast gesehen, der Schacht da unten war weg. Mit diesem hängenden Deckel machen wir einfach so und nehmen das Ding von hier. Hier haben wir jetzt Reparieren eingestellt, würden wir Kopieren machen. Siehst du schon, würde die Farbe eher von dem hier oben nehmen. Das passt dann nicht ganz so gut. Oder hier, er kopiert dann einfach das Bild rein. Passt nicht. Hier könnte man Reparieren nehmen, dann würde die Farben anpassen, dann würde sogar das ein bisschen passen. Aber hier ist der Putz eben anders. Deshalb nehmen wir das von hier. Und dann malen wir einfach hier auch noch drüber. Und na, jetzt sind wir ein bisschen zu breit geworden. Okay, das wird so nix. Mal den Pinsel ein bisschen kleiner. Es wäre hier ultimativ gut, einen Stift zu haben, aber das habe ich für das neue iPad leider noch nicht. Deshalb mache ich das alles mit dem Finger. So, jetzt haben wir es hier repariert und sind fertig. Und man sieht schon, wir haben die störenden Elemente aus diesem Bild entfernt. So, gehen wir noch zu dem Bild hier. Und hier sieht man, hier habe ich viel, viel mehr repariert. Hier oben Vögel weggestempelt und überall Müll entsorgt und so. Gehen wir auch mal zurück, setzen die Reparaturen zurück. Und im Prinzip habe ich genau das gleiche gemacht. Wir können hier ranzoomen und dann Pinselgröße. Na, was haben wir denn hier? So, die Lampe, die hier rüber steht, da ist eigentlich ein schöner Punkt für einen Kopierpinsel, weil du siehst, er versucht eben jetzt, was die Lampe da oben ausmacht, so ein kleines bisschen grau ist da jetzt drüber, deshalb machen wir einen Reparaturpinsel. Und es sieht gleich viel besser aus. Müssen wir uns eben genau anpassen, dass es so passt. So, okay, haben wir hier fertig. Dann gibt es hier ganz viel Müll. Hier ist auch interessant bei so einer Mauer. Da machen wir wieder den Reparaturpinsel und machen wieder kleiner. Da müssen wir aufpassen, dass sich diese Elemente nicht wiederholen, wenn wir hier jetzt versuchen, den ganzen Müll hier wegzustempeln. Na, wo hat er den jetzt hergeholt? Ach, von da hinten. Okay. So, weil wir könnten ja theoretisch, können wir einfach sagen, okay, wir nehmen immer das gleiche Mauerstück, das eben frei war und klonen das hier rüber. Aber das führt eben nicht zum Ziel, weil wir dann ständig sich wiederholende Elemente haben. So, hier haben wir schon eins. Mal gucken, ob es auffällt. Ja, guck, das fällt schon auf. Die zwei, die wir hier gemacht haben, dass er zweimal das gleiche hintereinander kommt, das können wir einfach nicht machen. Da müssen wir gucken, dass wir. Und dann haben wir den hier. Ach so, den haben wir woanders hergeklont. Das ist jetzt ein bisschen blöd, kriege ich den. Ja, ich kriege ihn. So. So. Das ist so klein, das fällt eh nicht auf, das muss nicht so genau sein. Und so weiter und so fort geht's eben. Da hinten haben wir auch noch Müll. Einfach ein bisschen weg. Egal, wo das herholt, passt. So, hier diese Lampe hier weg. Na, manchmal macht das nicht ganz, dann macht man einfach von hier draußen nochmal so einen Strich rein, sieht man nicht. Hier das Gras weg. Hier das Gras weg. Hier das Gras weg.
Und wie gesagt, hier waren die ganzen Vögel und so immer genauso. Vogel weg, Vogel weg, Vogel weg, Vogel weg. Da hinten, wenn wir die Lampe nochmal wegmachen, das machen wir mit einem Kopierstempel. Ja, ein bisschen groß geworden, aber passt eigentlich schon wunderbar. Und so weiter und so fort. Du siehst schon, wenn man es einmal raus hat, geht es eigentlich ganz einfach und ganz flott. Also dieses Bild hier kann man ganz schnell irgendwie säubern und es wird dadurch besser. Natürlich gilt das nicht für jedes Bild. Man kann nicht jedes Bild irgendwie aufräumen, man kann auch nicht alles reparieren. Aber manchmal, wie in diesem Fall, passt es einfach. Wenn du noch Fragen hast, unten drunter einfach kommentieren und verrat mir doch in den Kommentaren, ob du auch störende Elemente wegstempelst oder ob du die Bilder immer so lässt, wie sie sind. Interessiert mich. Ansonsten gibt es hier noch eine Playlist zur Bildbearbeitung. Nicht vergessen, meinen Kanal zu abonnieren. Es kommt immer mal wieder was zur Bildbearbeitung, wie jetzt hier dieses Rumgestempel. Und hier gibt es noch mein letztes Video. Dann sehen wir uns beim nächsten Video. Bis dann. Ciao.